Liebe Freunde, hier ist euer Steinballen. Ja, einige Videos zu Imperator Rom liegen nun hinter uns. Ich habe versucht, diese zwei Tage, die ich jetzt mit dem Spiel verbringen konnte, in der letzten Woche so gut wie möglich zu vermitteln, ohne es irgendwie tot zu treten, aber auch ohne es zu knapp zu machen. Ich hoffe, ich habe da den Mittelweg gefunden. In diesem letzten Video soll es darum gehen, wie jetzt meine persönlichen Eindrücke nun wirklich sind, wie man die zusammenfassen kann, was ich vom Spiel erwarte, womit ich rechne. Und ich würde vielleicht mal damit anfangen, dass ich sage, ich glaube, das wird von allen Paradox-Spielen das Einfachste werden. Das, man könnte auch vielleicht positiv formulieren, das Zugänglichste. Und das nicht nur deshalb, weil es noch keine DLCs gibt, sondern wenn ich das damit vergleiche, wie zum Beispiel EU4 rausgekommen ist in der Vanilla-Version. Auch in diesem Vergleich ist Imperator Rom weniger komplex. Das muss man erstmal festhalten. Jetzt gibt es sicher verschiedene Fraktionen. Die eine Fraktion sagt, da haben sie sich mehr erwartet. Da sind sie vielleicht ein bisschen enttäuscht von. Ich muss sagen, ich finde den Punkt nicht so schlimm, ehrlich gesagt. Warum finde ich den nicht so schlimm? Weil ich glaube, es ist gut, wenn es sozusagen in dieser großen Vielfalt der Spiele, die sie dort anbieten und der Zeitalter auch ein Spiel gibt, was zugänglicher ist, was sozusagen die Leute vielleicht reinholt in dieses ganze Universum. Und das kann ich mir gut vorstellen, dass das passiert. Es ist auch mit Stellaris passiert. Das ist Sci-Fi, ist nochmal vielleicht ein anderer Schnack, aber hier könnte das auch passieren. Und wenn man das erstmal verstanden hat, Imperator Rom, dann ist man schon relativ nah dran, den nächsten Schritt zu gehen und zum Beispiel Europa Universalis zu spielen, weil es ja durchaus Parallelen in den Spielmechaniken gibt. Aber auf jeden Fall, dessen muss man sich bewusst werden. Das wird mit Sicherheit nicht das innovativste und mit Sicherheit auch nicht das komplexeste und tiefgehendste Spiel werden, was Paradox gemacht hat. Im Gegenteil, eher das Gegenteil ist der Fall. Der zweite Punkt, das muss man sich auch vor Augen führen, das wird ein Spiel, das vor allem sich um zwei Dinge drehen wird, um Expansion und um Loyalität. Das habe ich mehrfach schon erläutert, aber ich will es nochmal ganz deutlich machen. Das ist schon ein Map-Painter, also ein klassisches Expansionsspiel. Die innenpolitischen Mechaniken sind nicht so tief. Es geht vor allem darum, in der Konkurrenz zu anderen zu expandieren, stärker zu werden, bis es dann zum großen Clash kommt und am Ende vielleicht halt ein Riesenreich zu erschaffen. Normalerweise muss ich sagen, stehe ich diesem Spielkonzept immer etwas zurückhaltend und skeptisch gegenüber. In diesem Fall kann ich es zumindest, wie soll ich sagen, einordnen, denn wenn es eine historische Epoche gibt, in der sowas tatsächlich authentisch und möglich war, dann diese Zeit. Wir denken nur mal an das Alexanderreich, wo ein Herrscher in einer relativ kurzen Lebenszeit ein riesiges Reich erobert hat. Gut, das ist hinterher dann wieder zerfallen, aber große Teile blieben dann eine gewisse Zeit dann griechisch noch geprägt. Also es ist möglich und gerade im Römischen Reich, am Beispiel des Römischen Reiches, ist es ja wirklich augenscheinlich, dass aus einer kleinen Stadt innerhalb oder eines kleinen Gebietes innerhalb von 300, 400 Jahren ein Riesenreich geworden ist, das im Prinzip ja, dieses Gebiet, was wir hier im Spiel erleben können, fast komplett erobert hat. Insofern, es ist also durchaus historisch authentisch und das wird sozusagen dann auch das Ziel sein am Ende, zumindest in der Vanilla-Version, dass man versucht, so groß wie möglich zu werden. Wer das nicht mag, der wird vermutlich mit diesem Spiel sich nicht anfreunden können. Das sollte man auch sagen. Das Ganze, damit das nicht langweilig wird, und da wird dann der Knackpunkt liegen, ob das Spiel interessant bleibt, wird halt gespiegelt auf der anderen Seite durch dieses Loyalitätskonzept. Also die Frage, schafft man es, groß zu werden und trotzdem das Ganze zusammenzuhalten? Das wird die entscheidende Frage sein. Und ob das Spiel gut ist, wird sehr stark davon abhängen, ob das irgendwie funktioniert, dass Loyalität wirklich ein Problem ist und ob das Umgehen mit Loyalität, ob das Spaß macht, ob das interessant ist, ob das relevante Entscheidungen nach sich zieht. Das kann ich ehrlich gesagt in diesem Moment noch nicht wirklich abschätzen, aber wie soll ich sagen, ich bin vorsichtig optimistisch, denn schon bei meinem Spieldurchlauf, ihr habt es ja in diesem kleinen Mini-Let's Play und After-Action-Report gesehen, schon in dieser Phase, wo wir gegen die Etrusker vorgegangen sind, konnte es zum Bürgerkrieg kommen, weil ich nicht aufgepasst habe, weil meine loyalen Heerführer gefangen genommen wurden und ich Illoyale gewissermaßen eingesetzt habe. Also schon da ist das zum Tragen gekommen. Insofern kann das wirklich ein interessantes Gegengewicht sein.
Aber dessen sollte man sich bewusst sein. Viel großartig tiefere Konzepte gibt es nicht, beziehungsweise alle anderen Konzepte ordnen sich diesem unter. Selbst wenn es sowas wie Handel ist, am Ende geht es immer nur darum, Ressourcen zu erwirtschaften, um entweder die Stabilität hochzuhalten und damit die Loyalität zu sichern oder eben Krieg führen zu können. Der dritte Punkt ist, dass viele, und ich gehöre dazu, so ein bisschen nach den ersten Ankündigungen befürchtet haben, dass das kein wirklich eigenständiges Projekt ist oder Produkt ist, dass das so eine Art Mischmasch wird aus allem anderen Paradox-Spielen. Und da ist ja durchaus was dran. Wir haben sehr viele im Spielmechaniken von Europa Universalis, das ist in der Tat so. Wir haben Crusader Kings so ein bisschen dabei über die Charaktere und über die Traits und über die Events, Charakter-Events. Wir haben durchaus auch Victoria und Stellaris wegen der Pops und des Pop-Managements. Und wir haben durchaus auch so einen Anteil Hearts of Iron aufgrund des taktischen Kampfes, dieser Vielzahl der kleinen Territorien, die man dort beschreiten muss. Also da ist tatsächlich von allem was dabei. Nun muss man aber sagen, was häufig vergessen wird bei dieser Diskussion, das Spiel ist wirklich ein direkter Nachfolger seines Vorgängers, nämlich Europa Universalis Rom. Und schon dieses alte Spiel hatte genau diese Mischung, die ich eben beschrieben habe. Insofern ist das wirklich ein konsequenter Nachfolger dieses Prinzips. Und ich kann das, glaube ich, ganz gut sagen, weil ich das alte Spiel recht intensiv gespielt habe. Ich würde mal sagen, 80% der Spielmechaniken von Imperator Rom sind eigentlich schon in Europa Universalis Rom da. Und ihr könnt übrigens auch ein Let's Play zu Europa Universalis Rom hier auf dem Kanal sehen. Damals war es allerdings so, dass diese kleineren Projekte von Paradox noch nicht wirklich gut gepflegt wurden. Das hat zwar ein Add-on bekommen, aber dann wurde es irgendwie fallen gelassen, so wie Sengoku oder March of the Eagles. Und das Schöne ist, das wird mit diesem Projekt mit Sicherheit nicht passieren. Für Paradox ist das eine große Nummer und es wird also eines der großen Spiele sein, die sie jetzt hier weiterentwickeln. Kommen wir nochmal kurz zurück auf diese Frage der Eigenständigkeit. Am Ende ist das vielleicht so ein bisschen eine theoretische Diskussion auch. Wenn man das dann spielt, und ich habe es ja nun ein bisschen gespielt, dann fühlt sich das absolut anders an. Also das fühlt sich durchaus anders an. Es fühlt sich nicht wie Europa Universalis an. Und das hängt vor allem damit zusammen, aber das hängt vor allem mit dieser Karte zusammen. Und ihr habt sie auch gesehen, wie großartig sie ist. Also ich finde sie wirklich toll gelungen. Und diese Kleinteiligkeit dieser Karte macht gerade diese Expansion und auch die Kriegsführung durchaus viel, viel, viel interessanter als bei Europa Universalis und auch sowieso als bei Crusader Kings. Das ist ja sehr grob geschnitten. Also das ist auf jeden Fall eine der ganz großen Stärken, diese Karten und diese taktische Kriegsführung. Und sie haben auch sehr sinnvoll, glaube ich, diese militärischen Mechaniken ein bisschen noch ausgefeilt und so verändert, dass die Moral langsamer ansteigt und so weiter, dass der Krieg weitaus interessanter ist. Also das würde ich wirklich ganz positiv unterstreichen, dieses Element. Insofern haben sich meine eigenen Befürchtungen im Prinzip in dem Punkt erledigt. Man kann es als eigenständiges Projekt durchaus ansehen, auch wenn es Elemente anderer Spiele mit aufnimmt. Der vierte Punkt, den man einfach wissen muss, und den möchte ich nochmal betonen, wenn man sich mit diesem Spiel anlegt oder sich in diese Welt reingibt, dann muss man wissen, dass man ein solides Basisspiel bekommt, das spielbar ist, das sicher auch Spaß machen wird, aber dass das Spiel nicht fertig ist, sondern dass es sozusagen über Jahre weiterentwickelt wird. Und das ist etwas, was, ich sag mal, die Fans von Paradox schätzen und lieben, beziehungsweise was eigentlich diese Spiele ausmacht. Aber wenn man jetzt von außen ja in diese Welt einsteigen will oder darauf guckt, dann kommt einem das sehr befremdlich vor, dass Spiele sich so krass wandeln, dann plötzlich auch Singleplayer-Spiele während nach Release, dass es so viele DLCs gibt, so dass man nach 5-6 Jahren völlig den Überblick verliert und ganz viel Geld ausgeben muss, glaubt man zumindest. Ja, also darauf muss man sich einlassen. Das wird hier auch wieder so sein und man kann davon ausgehen, dass wieder 2-3 DLCs im Jahr kommen und zwar über 5, 6, 7, vielleicht sogar 10 Jahre hinweg. Manche finden das grausig, andere finden das großartig, aber bevor man sich dieses Spiel kauft, muss man sich dessen bewusst sein. Es ist so eine Art Games as a Service, es hat bloß kein Abo-Modell, aber im Prinzip, wenn man damit dabei bleiben will, ist es wie so ein freiwilliges Abo.
Man zahlt im Jahr nochmal 40, 50 Euro für DLCs, die dann die weitere Entwicklung finanzieren. Und das ist wirklich, man muss sagen, auch das Einmalige an diesem Geschäftsmodell von Paradox, dass sie es hinbekommen haben, so wie bei MMOs oder so bei Spielen mit Abos, eine langfristige Refinanzierung hinzukriegen, die trotzdem quasi freiwillig auf Gegenleistung über DLCs läuft. Das ist sehr erstaunlich, dass das funktioniert und dass das so gut funktioniert. Aber ich muss sagen, mich macht gerade dieser Punkt eigentlich froh, und dann komme ich jetzt zum absolut abschließenden Fazit, wie ich selbst dazu stehe. Ich wurde gefragt, ob ich gehypt bin. Und ich muss ehrlich gesagt sagen, nein, irgendwie, ich bin nicht gehypt, aber ich freue mich auf das Spiel. Absolut. Warum freue ich mich drauf? Aus zwei Gründen. Erstens, weil ich froh bin, dass diese große Epoche der Antike im Universum von Paradox jetzt endlich angemessen repräsentiert ist. Das ist schön. Und zweitens freue ich mich genau auf den letztgenannten Punkt, nämlich, dass es jetzt vielleicht die nächsten 5 Jahre oder noch länger immer vertieftere Spielmechaniken geben wird, dass wir immer tiefer in diese antike Zeit einsteigen werden, dass wir auf eine große Reise gehen werden mit diesem Spiel, dass es immer größer werden wird und man gewissermaßen das miterleben kann. Auf diesen ganzen Prozess, muss ich sagen, freue ich mich, und deshalb freue ich mich auch auf dieses Spiel. Ihr merkt, ich habe versucht, so ein bisschen auch Pro und Contra jetzt mit reinzunehmen, und gerade bei diesen Spielen ist das sehr, sehr, sehr geschmacksabhängig. Und je nach Spielertyp müsst ihr es einfach abwägen, diese Punkte, diese Argumente, ob das was für euch ist oder nicht. Das war mein kleines Fazit. Natürlich bleibe ich hier am Ball, was Imperator Rom betrifft. Wir werden uns weiter mit den Entwicklertagebüchern beschäftigen, und dann wird man ja irgendwann im Frühjahr dann auf den Release zusteuern, und natürlich wird das Ganze dann vermutlich ein ständiger Gast hier auf diesem Kanal werden. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Bis bald, macht's gut, euer Steinwalden.